Schulen und Kirchen werden geschlossen, Ladenlokale und Wohnungen stehen leer, die Bevölkerungszahl sinkt. So die Entwicklung im Marler Ortsteil Hamm. Die Stadt Marl will diesen negativen Trend stoppen. Also das hängt einmal grundsätzlich mit der demografischen Entwicklung zusammen. Die Bevölkerung schrumpft. Und vor allen Dingen hängt es auch damit zusammen, dass sich gerade jetzt in den vergangenen Jahren die Ansprüche an das Wohnen doch sehr deutlich geändert haben. Derzeit analysieren Studentinnen und Studenten des Masterstudiengangs Raumplanung an der Technischen Universität Dortmund die Ursache für den Bevölkerungsrückgang in diesem Marler Ortsteil. Aus der Analyse soll dann ein Konzept erstellt werden. Eine relativ hohe Arbeitslosigkeit ist auch in Marl-Hamm festzustellen. Nichtsdestotrotz ist unser erster Eindruck, ich denke, ich kann für die ganze Gruppe sprechen, positiver als erwartet. Insbesondere die Bebauungsstruktur bietet viel Potenzial. In erster Linie geht es darum, dass man sich mit den Bewohnern vor Ort auch abspricht, dass wir ein Konzept entwickeln, was kooperativer Natur ist, sodass wir sowohl an der Gebäudesubstanz uns orientieren, schauen, was da für problematische Dinge gibt, aber auch, dass wir die Freiraumstrukturen, vielleicht auch so Freizeit- und Erholungsfunktionen untersuchen und da anknüpfen, dass die Bewohner sich hier einfach wohler fühlen. Die Stadt Marl erhofft sich aus dem Quartierskonzept der Universität Perspektiven zur Verbesserung der Wohn- und Arbeitssituation in diesem Stadtteil.